Herzlich willkommen zur heutigen Tagesenergie mit der Seelenschamanin Britta C. Lambert. Fühle dich motiviert und inspiriert, dein volles Potenzial zu entfalten. Tauche nun hinein in die Energie des Tages. Ganz herzlich willkommen zu unserem Tagesimpuls vom 23. Oktober. Die Tagesenergien für heute sind das dritte Siegel Solaya, das erste Siegel Anada und das fünfte Siegel Anjolu. Heute geht es darum, deine Lebenskraft, deine uneingeschränkte Lebenskraft, deine Solarplexus-Energie voll zu aktivieren, auf die Erde zu bringen und zum Ausdruck zu bringen. Ganz einfach. Solaya unterstützt uns dabei wirklich, das, was wir in uns tragen, der Welt zu geben. Der Solarplexus ist einfach das Chakra, über das wir auch Energien mit anderen austauschen. Und das Solarplexus ist oft auch betroffen, wenn beispielsweise Fremdenergien ins Spiel kommen, im schlimmsten Fall, oder was sehr häufig einfach passiert, wenn uns andere Menschen anzapfen. Und dadurch fühlen wir uns schwach, wir haben das Gefühl, wir sind kraftlos, wir kommen irgendwie nicht richtig auf die Erde und für mich ist irgendwie nichts mehr übrig. Ja, und heute geht es wirklich darum, deinen Solarplexus ja voll zu aktivieren und in seine höchste Schwingung zu bringen, damit du deine ungebremste Lebenskraft leben kannst und andere sich an deiner erhöhten Schwingung erfreuen dürfen und sich deiner erhöhten Schwingung angleichen dürfen, aber dadurch, dass du geschützt bist und eben nicht leer gesaugt wirst. Oftmals ist es ja so, na, gerade wenn, ich sage immer, da wo das Licht ist, kommen natürlich die Fliegen hin. Und wenn jemand sehr lichtvoll und sehr kraftvoll ist und energetisch höher schwingt, dann zieht er natürlich viele Menschen an, die das ganz toll finden, in dessen Energie zu sein, um sich von ihm zu ernähren. Und das dient den Menschen natürlich ganz toll, aber der seine Energie dann abgibt oder angezapft wird, der wird natürlich schwächer und fühlt sich vielleicht kraftlos und am Ende sogar depressiv und weiß gar nicht wirklich warum. Ich habe auch schon oft gehört, dass Menschen gesagt haben, ja, aber wenn ich mein Energiefeld schütze, dann stoße ich ja andere von mir weg. Und das sage ich ganz klar nein. Ich erkläre auch gleich, warum ich das so überhaupt nicht sehe. Es ist einfach so, dass wir ununterbrochen Energien austauschen. Und es passiert gerade ganz oft im engsten Familienkreis, dass wir angezapft, dass wir leergesaugt werden. Das Gesetz der Harmonie sagt ja, das erkläre ich ja in meinem Gratiskurs ganz konkret, dass das Stärkere das Schwächere dominiert und sich diesem angleicht. Wenn das Stärkere positiv ist, zieht es mich hoch. Wenn das Stärkere negativ ist, zieht es mich runter. Und wenn ich jetzt sehr kraftvoll bin und mein Energiefeld einfach nicht schütze, dann kommen sehr viele in mein kraftvolles Energiefeld, um sich an diesem hochzuziehen. Was passiert, wenn ich mich nicht schütze? Ich laufe leer und es fängt an, mich diese niedrigeren Frequenzen fangen an, mich runterzuziehen. Und ich meine das nicht werten, das geht nicht um richtig und schlecht und weiterentwickelt und weniger weit entwickelt, aber es ist selten so, dass wir immer denselben Entwicklungsstand haben, wenn wir Menschen begegnen, zumindest energetisch gesehen. Und deswegen macht es sehr viel Sinn, das eigene Energiefeld zu schützen. Weil dazu kommt eben noch, wenn ich dann nicht geschützt bin, verliere ich sehr schnell die Erdung. Und wenn ich die Erdung verliere, dann bin ich erst recht anzapfbar, ne? Weil dann einfach mein Licht sozusagen keinen Halt hat, keinen Boden hat. Der Baum hat keine Wurzeln, um sich festzuhalten. Und je mehr Menschen sich dann an einen hängen, umso wackeliger wird die ganze Veranstaltung. So einfach, um sich das mal bildlich vorzustellen. Und heute geht es wirklich darum, meine Solarplexus-Energie, meine Lichtkraft, die ich auch austausche mit anderen Menschen, auf die Erde zu bringen und zu schützen, damit, wenn meine Lichtenergie wirklich in ihrer Kraft geschützt ist, dann können mir so viele Menschen begegnen, wie sie möchten. Ich stoße die nicht weg, indem ich mich schütze, sondern ich lade sie ein, mir zu begegnen und sich außerhalb meines Energiefeldes dieser höheren Schwingung anzupassen. Das ist ganz wunderbar, weil ich bleibe in meiner Kraft dadurch und der andere kann sich dieser höheren Schwingung anpassen, ohne dass es mich runterzieht oder Kraft kostet. Das ist an sich was ganz Einfaches, aber
Viele haben eben diese unterbewussten Ängste laufen, oh, wenn ich mich schütze und wenn ich mich um mein Lichtfeld kümmere und das an erster Stelle setze, dann stoße ich andere Menschen weg. Und diese Angst kann ich dir heute nehmen. Vielleicht möchtest du einfach mal für dich heute überprüfen, wie kraftvoll du dich fühlst und wie schnell du vielleicht im Laufe eines Tages leerläufst, gerade nachdem du vielleicht eine besonders tolle Meditation hast oder dich besonders kraftvoll und energetisch aufgeladen gefühlt hast und schwupps, ist es plötzlich alles wie verschwunden. Das könnte darauf hindeuten, dass dir einfach die Erdung und der Schutz fehlt. Und Solaya hilft dir heute einfach dabei, dich von allem, was deine Lichtkraft, dein eigenes Licht zu leben schwächt, deine Lebenskraft schwächt, das wirklich zu reinigen. Alles, was in deinem Energiefeld ist, was nicht zu dir gehört, reinigt Solaya und bringt dich zurück in in dein ursprüngliches Strahlen. Anada hilft dir dabei, wirklich dein Strahlen, dein Licht angstfrei und in Leichtigkeit und Freude auf die Erde zu bringen. Gleichzeitig ist Anada auch immer ein Schutz. Wenn du dir das Symbol anschaust, dann siehst du, dass es wie ein Sack ist. Es hört sich jetzt nicht so schön an, aber es ist einfach eine Schutzhülle sozusagen, die du einfach öffnen kannst, um das in Empfang zu nehmen, was du möchtest. Und wenn du aufgeladen bist, machst du es einfach wieder zu und bist in deinem eigenen Feld einfach ganz wunderbar sicher und geborgen. Du kannst dir auch vorstellen, dass du in Anada eingehüllt in den Schoß von Mutter Erde gehst. Mutter Erde ist deine vollkommene Urmutter, die dich liebt und die dich nährt mit allem, was du brauchst. Sie ist nichts Geringeres als bedingungslose Liebe. Und in ihr bist du sicher und geborgen und geerdet, also voll und ganz präsent in deinem Leben. Und Anjulu hilft dir dabei, wirklich dadurch, dass du dein Licht auf die Erde gebracht hast mit Anada, dass du dein Licht ausdrückst und es der Welt zeigst und dass du dabei sicher bist. Ich habe schon oft gesagt, die eigene Wahrheit auszusprechen, sich zu zeigen, hat immer was mit Grenzen setzen zu tun und Grenzen sind Schutz. Vielleicht bist du dir darüber bewusst, dass du für bestimmte Situationen, für bestimmte Menschen, für bestimmte Themen sehr, sehr empfänglich und durchlässig bist. Das sind dann Ereignisse, die dich sehr schnell schwächen. Ja, vielleicht hast du eine Affinität, wenn jemand deinen Knopf drückt und dir Schuldgefühle einredet, dass du dann sofort anspringst. Oder ziehst du zum Beispiel Klienten an, die dich dann immer nicht bezahlen, dann ist da vielleicht noch ein altes Mangelthema einfach da und dir fehlt einfach auch der Schutz vor dieser Frequenz. Oder ziehst du zum Beispiel verstärkt aggressive Menschen an oder lustlose Menschen oder was auch immer. Vielleicht hast du ein paar Ideen von dem, was dir immer wieder begegnet. Klar dürfen wir immer schauen, was ist in uns, weswegen gehen wir in Resonanz. Aber heute geht es mir wirklich um den Schutz, dass du einfach auch mit der Hilfe von Anjulu ganz bewusst Grenzen gegen etwas definieren kannst. Ich weiß, die Mentaltrainer sagen immer, nicht negativ reden. Ich sage, mach ruhig, schütz dich heute einfach mal gegen das Bewusstseinsfeld des Mangels oder schütz dich einfach vor aggressiven Menschen. Oder schütze dich vor Negativ-Speakern oder was auch immer deins ist. Du kannst auch mit Anjulu drei unterschiedliche Grenzen gegen etwas Bestimmtes setzen. Ja, und dieses Bewusstseinsfeld heute wirklich die eigene Lebenskraft zu leben und das eigene Licht und die eigene, ja, Licht- und Lebenskraft zu schützen, auf die Erde zu bringen und sie wirklich so fest zu verankern, dass es anderen Menschen in unserem Energiefeld wunderbar gut geht, sie sich dieser Schwingung anpassen, aber wir in unserer Kraft bleiben und dadurch immer weiter wachsen können und immer mehr unsere Schwingung erhöhen. Weil wenn du in deinem Licht, in deiner Lichtkraft einfach geschützt bleibst, dann bedeutet das, dass die nächste Meditation dich weiter erhöht und die nächste wieder, und dass du nicht ständig einfach wieder nachfühlen musst, was andere von dir abgesaugt haben. Und dieses Feld lade ich dich jetzt von ganzem Herzen ein, mit mir und allen lieben anderen verbunden hier zu errichten, indem wir die Siegel in ihrer Reihenfolge wie immer in Verbindung mit dem Om chanten. Om Solaya, Om Anada, Om Anjulu, Om Solaya, Om Anada, Om Anjulu, Om
Kulaya Omanada Omanyolu. Hab einen wunderbaren, strahlungsreichen Tag voller Kraft und voller Energie in deinem eigenen Licht, geschützt von allem, was ist. Bis morgen. Das war die heutige Tagesenergie mit der Seelenschamanin Britta C. Lambert. Wenn du mehr über Britta, die 12 Siegel des Metatron und ihre Vision zur Potenzialentfaltung erfahren möchtest, dann schaue einfach unter diesem Video in die Beschreibung. Hier findest du alle Informationen. Wenn du jeden Tag diese wundervollen Energien als Inspiration erhalten möchtest, dann abonniere jetzt einfach den YouTube-Kanal und du bekommst automatisch eine Benachrichtigung.